herzlich willkommen zu Comstar TV. Hallo Jens. Hallo Erik. Du hattest mir in der letzten Comstar TV-Folge etwas von Meetingräumen für die Chefetage erzählt. Ja. Wie kann ich mir so etwas vorstellen? Das läuft unter dem Begriff Executive Room. Da kommt es ganz besonders auf Komfort, Qualität und einfache Bedienbarkeit an. Und wie sieht so eine Lösung aus? Ich habe da hier nochmal was vorbereitet. Danke. Hier sehen wir mal so ein Beispiel von so einem Vorstandsbüro. Mhm. Da sehen wir ein Personal, also mal ein Schreibtisch. Und da steht halt ein persönliches Videokonferenzsystem drauf. In dem Beispiel halt eine DX80. Mhm. Und die wird benutzt für die tägliche Arbeit. Wenn man kurz was abstimmen will, kann man das sehr gut verwenden. Mhm. Aber man hat auch häufiger mal die Anforderung für ein größeres Meeting. Und dann haben wir noch in dem Raum ein Raumsystem. Ja. Und da kann ich das dann verwenden, um mich mit mehreren Leuten, wie in dem Beispiel jetzt, zu treffen, dass halt mehrere dargestellt werden. Oder aber, wenn es halt ein Abstimmungsmeeting ist, vielleicht zwischen zwei Vorständen, was halt nicht mit dem Raum, mit dem Desktop-System geklärt werden kann, dann kann ich das halt auf einem großen Bildschirm machen und hier direkt miteinander kommunizieren. Und das ist halt, wie wir sehen, wenn ich nochmal in den Raum rein, und das ist halt direkt in den Raum mit integriert. Oh, okay. Ja, klingt echt nach einer tollen Lösung. Aber insbesondere bei der Chefetage wird ja auf Komfort und höchste Qualitätsansprüche Wert gelegt. Kannst du mir darüber was sagen? Klar. Caipirinha, Pogo Girls und Whirlpool. Ja, den können wir leider nicht liefern. Aber wir können die Raumsteuerung zum Beispiel integrieren. Okay. Das heißt, du kannst die Temperatur auf dem Touchpanel steuern, du kannst die Jalousien entsprechend einstellen, du kannst das Licht steuern, so wie du es haben willst. Und das alles über das Touchpanel, was auch für das Videokonferenzsystem verwendet ist. Und das erhöht natürlich die Bedienkomfort, weil du halt nicht 5 Fernbedienungen hast. Und das Touchpanel ist ja eh da, also kannst du es dafür mitbenutzen. Ja, super. Und wie können wir jetzt unsere Partner unterstützen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben? Wir verfügen darüber ein recht gutes Netzwerk. Wir haben einige Partner, die darauf spezialisiert sind, die auf diese Raumsteuerung spezialisiert sind. Mhm. Und wenn entsprechende Projekte anstehen, können wir dann natürlich den Kontakt herstellen. Super. Das hat mir auf jeden Fall erstmal echt weitergeholfen. Vielen Dank dafür. Immer wieder gerne. Und wenn Sie noch Fragen haben zur Cisco-Lösung, rufen Sie uns an. Und in der nächsten Folge geht es um Heimarbeitsplätze. Bleiben Sie neugierig.